Ja, Grace ist Danny hier wieder für euch. Wir sind hier in Peking, in China. Und wie besucht man eigentlich ein Fußballspiel hier im Lande? Ich kann es euch sagen, wie kommt man an Tickets? Wir sind hier bei Guan Pijing und man geht einfach kurz vorm Spiel los. Auf der Straße trifft irgendein Sträuch und kauft sich zwei Tickets. Also es gibt hier, ob das Schwarzmarkthändler sind, weiß ich nicht. Aber irgendwelche Sträuche und das in Massen, also es ist halt nicht nur ein, das sind Milliarden, die dir irgendwelche Tickets andrehen wollen mit Originalpreisen. Was kommt da dazu? Also die sind auch nicht mal teurer als normal, der Originalpreis steht auch drauf. Und die wollen natürlich auch noch weiter handeln. Das heißt, diese Originalpreise müsst ihr auch nicht bezahlen. Ihr seid dann nachher vielleicht bei 100 Yuan und das sind vielleicht so, keine Ahnung, 12 Euro. Also da kannst du nicht meckern und man braucht sich vorher eigentlich um nichts kümmern. Hier in China macht das der Markt vor Ort irgendwie von selbst. Also ne, einmal drauf los, irgendeiner verkauft jetzt schon Tickets. Jetzt gucken wir uns mal hier den Rotz an. Auf geht's.